Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Sims 4 Lucky Legacy Challenge. Und ich weiß, es ist ganz schön lange her, dass wir hier saßen mit unserer süßen Family. Aber es ist jetzt soweit. Wir sind jetzt ready, um endlich weiter zu spielen. Und ich bin so glücklich, weil, ja, es haben sich ein paar Dinge getan seitdem, ne? Wir wissen das ja schon, dass wir hier unsere Leute neu einstylen mussten. Ein bisschen, weil mein ganzer Custom-Content ist ja leider nicht mehr existent. Deswegen habe ich jetzt neuen Stuff hier downloaden müssen und so. Und habe halt die dann neu designt, ne, eingekleidet, wie es halt irgendwie ging. Irgendwie hatte ich dann diese Frisur, die Sky hatte, nicht mehr so genau. Deswegen habe ich jetzt was möglichst Ähnliches genommen, in einem möglichst ähnlichen Farbton. Und das war jetzt eben genau das hier. Und ich hoffe, dass das jetzt einfach erstmal so passt. Ich bin sehr zufrieden mit den beiden jetzt dennoch, auch wenn sich jetzt natürlich ein bisschen was geändert hat am Aussehen. Aber es ist ja soweit auch gar nicht mal so schlimm, wenn ich ehrlich bin. Und was natürlich auch wichtig ist, wir sind jetzt ja in ein neues Haus gezogen, denn wir haben ja ganz schön viel Geld jetzt auf einmal. Und das finde ich immer noch sehr, sehr cool. Und das hier ist das schöne Haus. Ich bin immer noch sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Also ich finde, das Einzige, was ein bisschen komisch ist, ist das Dach. Aber das sehen wir eh so oft gar nicht. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Ich habe falsch gedrückt. Egal. Dann könnt ihr auf jeden Fall schon mal rumlaufen. Dann kann ich euch nebenbei schon mal hier zeigen, was hier so abgeht, ne? Also wir haben ja natürlich den Eingangsbereich. Sehr, sehr schön und so. Dann haben wir hier zwei Badezimmer und schon ein Kinderzimmer eingerichtet. Denn unsere süße Sky ist ja auch schwanger. Und die bekommt auch bald schon ihr Kind. Sehr spannend auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist dann hier noch der Wohnbereich. Sehr, sehr schön finde ich das Ganze auch. Hier kann man auf jeden Fall durchgehen. Das hat sie ja schon schön bewiesen. Das ist sehr gut. Mit hier dem Wohnzimmerbereich, dem Essbereich und hier hinten dann der Küche, wo auch nochmal ein kleines Badezimmer ist. Und dann halt unser schöner Garten, der natürlich voll mit Kindersachen ist. Finde ich sehr, sehr toll. Mag ich sehr, sehr gerne. Muss ich mich jetzt auch erstmal dran gewöhnen, dass unsere süßen Mäuse jetzt hier wohnen, in so einem wunderschönen Haus. Und hier oben ist das schöne Schlafzimmer der beiden. Und ja, also ich bin sehr zufrieden mit dem Ganzen. Und ja, euch gefällt das Ganze auch. Und ihr habt auch gesagt, dass es okay ist, dass wir das Geld behalten etc., weil wir es ja immer noch, es kann ja immer noch sein, dass wir das verlieren etc. Und ja, also es kann ja auch sein, dass wenn wir dann irgendwann mit der nächsten Generation, dass wir dann vielleicht uns errollen, dass wir irgendwie ausziehen oder so, dass wir dann halt nochmal zusätzlich errollen, dass wir halt nur eine gewisse Summe übernehmen und sowas. Also dass wir halt so ein bisschen schauen, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit immer nur in diesem Luxusleben, weil das wird ja auf Dauer auch langweilig, dass wir halt gucken, dass man vielleicht auch nochmal in so einen Struggle-Moment kommt. Aber ja, wir werden auf jeden Fall Möglichkeiten finden, wie das hier trotzdem spannend bleibt. Und Sky hat anscheinend Markus Flex angerufen, das ist sehr interessant. Sehr schön, das kommt ja auch von Slice of Life, glaube ich. Aber wir haben etwas noch gar nicht getan. Nämlich das, was diese ganze Challenge, dieses ganze Projekt hier ausmacht, nämlich einmal errollen, was wir denn heute zu erledigen haben. Und es ist die Nummer 138. Ich habe noch ein paar Sachen hinzugefügt, die mir so eingefallen sind zu Die Sims 4 Landhausleben. Und es ist die Nummer 138. Dann schauen wir mal, was die 138 ist. Fahre Schlitten in Mount Komorebi. Ich weiß nicht, ob Schwangere Schlitten fahren können. Aber wir können es auf jeden Fall ausprobieren. Ich meine, es ist auch winterfest. Das ist auf jeden Fall eine Sache, finde ich auf jeden Fall, die kann schon mal vorkommen. Aber wir werden auf jeden Fall erstmal dekorieren. Oh, wie schön. Dann haben wir nämlich das auf jeden Fall schon mal getan. Und ich würde auf jeden Fall, wir haben keinen Kamin, aber ich glaube, Väterchen Frost kommt trotzdem, oder? Weil dann würde ich nämlich auf jeden Fall einen Baum hinstellen. Hier, den können wir dann auch zusammenschmücken. Das wäre richtig süß. Dann stelle ich ihn einfach hier so mitten rein. Also finde ich eigentlich auch ganz süß, wenn man das macht. Also ich meine, in Strangerville sieht es natürlich nicht sehr weihnachtlich aus und so. Aber ja, ne? Deswegen werde ich mich jetzt erstmal darum kümmern, dass wir vielleicht
erstmal hier das so ein bisschen dekorieren, dass wir das danach dann, dass wir dann Mount Komorebi besuchen gehen oder dass wir das erst am Tag danach machen. Ich weiß noch nicht. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. Wir werden auf jeden Fall das sehr, sehr schön machen. Ich frage mich ein bisschen, warum Carla nackig ist. Ich würde sie gerne mal umziehen. So. Und die beiden sind ja jetzt auch verlobt, ne? So, hier hat Carla schon Geburtstag. Ich würde schauen, dass wir vielleicht dann diesen Freitag schon unsere Hochzeit haben. Ja, ich meine, heute oder morgen kriegen wir ja wahrscheinlich auch das Kind. Es wäre aber, ich weiß nicht, ob das dann hinhaut mit der Hochzeit, ne? Oder ob wir halt dann nur spontan quasi heiraten. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Ja, es wäre vielleicht besser. Weil so ist das gerade halt nicht so möglich und das finde ich dann auch irgendwie doof. Wir schauen einfach mal, wie das Ganze dann vonstatten geht. Aber wir werden auf jeden Fall noch heiraten. Am besten, wie gesagt, bevor Carla zur Seniorin wird, weil an sich habe ich ja kein Problem damit, als Seniorin auch zu heiraten. Aber es ist natürlich schon noch einmal ein bisschen schöner. Oh, jetzt macht sie das alleine. Egal. Dann kann sie ja sich um was anderes kümmern. Ich weiß nicht, ob das nebenbei geht, aber wir versuchen es einfach mal. Oh, sie können es gleichzeitig machen. Oh, das ist schön. Ich finde diese Sachen immer so wunderschön. Also diese Festtagssachen, die halt mit, die in Sims 4 hier so möglich sind, ne? Finde ich halt toll. Aber was ich eben sagen wollte, ja, also ich habe kein Problem damit, auch wenn sie Seniorin wäre. Aber es ist halt, finde ich, schon noch mal schöner, wenn sie das vorher machen würde. Ja. Und bei ihr müssen wir halt gucken, dass sie halt, ob sie dann halt schwanger heiratet oder nicht. Also je nachdem. Schön. Yeah. Und dann kann sie ja nochmal die Spitze dekorieren in Weiß und Gold mit Sky. Yeah. Oh, ich finde es süß, dass sie das so zusammen machen. Ich finde dieses Weiß und Goldene, das passt irgendwie auch voll gut in unsere Einrichtung rein, oder? Sehe nur ich das so. Also ich finde irgendwie farblich passt das voll schön hier rein. I don't know. Vielleicht bin ich auch der einzige Mensch, der das so sieht. Und ich bin unfassbar dankbar, dass ihr so viele Vorschläge und so in die Kommentare schreibt, was wir halt noch hier machen könnten und wie die Story hier noch so weitergeht, weil zum Beispiel müssen wir Carla auch noch beichten, dass wir sie ja leider betrogen haben. Und da habt ihr mir auch geschrieben, dass ihr es als wahrscheinlich seht, dass Sky das sagen würde. Und ja, da bin ich jetzt auch sehr gespannt, was dann Carla daraufhin sagt. So, dann sprechen wir natürlich mit... Oh nein, wir sind hier Carla. Das funktioniert nicht. Wir müssen natürlich mit Carla sprechen als Sky. Und müssen ihr das Ganze dann sagen. Ich glaube, Relationship Wellness, ist es das? Nein, das ist Confess to having cheated with. Das müsste das sein. Hier, mit Jess. Mit ihr haben wir ja schon gesprochen. Und jetzt werden wir es ihr auf jeden Fall sagen. Ich habe keinen Plan, wie sie reagieren wird. Ich hoffe einfach, dass es irgendwie funktioniert. Dass die Maus halt nicht das größte Problem damit hat, weil ich liebe die zwei einfach so sehr, ne? Und ich könnte jetzt einfach nicht, wenn die jetzt sagen würden, dass das halt doch nicht deren Ding ist, ne? Ja, ich habe jetzt, glaube ich, keine Übersetzung oder so drin, aber wir werden das schon irgendwie verstehen, was dann die Antwort ist. Oh, sie ist auf jeden Fall aufgebracht. Das ist nicht so schön. Oh no. Also ich meine, ich habe gerade eine Wette abgeschlossen. Ist mir egal. Oh, oh mein Gott. A fall confessed. Sie fühlt sich auf jeden Fall gerade nicht so schön, was das Ganze angeht. Sie ist auf jeden Fall beschämt deswegen. Also das finde ich aber auch eine angemessene Reaktion. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass sie es auf jeden Fall schon mal gesagt hat, weil das zeigt ja auch, wie offen diese Beziehung ist von den beiden. Ich finde, da strahlen die nämlich auch genauso aus. Sie hat jetzt bestimmt dann auch ein Moodlet. Untreue Liebe. Die bessere Hälfte von Carla hat sie betrogen und sie hätte gedacht, diese Beziehung hätte eine ernste Richtung eingeschlagen. Also es könnte sein, dass halt die Hochzeit vielleicht dann doch auch noch gar nicht wirklich stattfinden kann, weil die beiden jetzt einfach so viel Stress miteinander haben, aber es trotzdem versuchen wollen miteinander. Weiß ich nicht, ob Carla jetzt sagen würde, dass die beiden jetzt doch heiraten würden oder nicht. Ich glaube, die haben jetzt ein... Oh mein seht ihr, wie wenig Beziehung die nur noch haben? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Also ich meine, Sky ist ja auch sprunghaft, ne? Das würde halt auch zu ihrer Person an sich passen, aber trotzdem. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein. Nein.
aber sie hat hier auch Gefühle von Carla gegenüber Sky. Entziehend über Betrug. Carla ist fassungslos, dass Sky ihrer Beziehung so etwas antun konnte. Bereits der Anblick von Sky erinnert Carla daran, dass ihr Vertrauen missbraucht und dass Sky sie betrogen hat. Oh mein Gott, das ist natürlich jetzt eine unerwartete Wendung, ne? Also ich meine, ich kann sehr gut verstehen, dass Carla so reagiert. Oh, okay. Carla's partner just confessed to having woohooed with another. What should Carla do? Just break up oder geben wir erneute Chance? Ich denke nicht, dass Carla direkt sagen würde, wir beenden diese Beziehung. Ich denke schon, dass sie ihr noch eine erneute Chance geben wird, gerade weil die beiden ja jetzt auch zusammen ein Kind bekommen. Und ja, also ich denke schon, dass Carla jetzt es nochmal versuchen wird. Auch wenn es jetzt natürlich erstmal holprig sein würde. Also ich kann mir jetzt vorstellen, auch wenn wir jetzt über Hochzeit und so gesprochen haben, dass es jetzt eher dann so sein wird, dass die jetzt vielleicht sogar bis zum Ende nur verlobt sein werden. Dass da halt nicht mehr draus wird. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber wir schauen einfach mal. Ne? Also wir werden erstmal dem Ganzen eine weitere Chance geben, allein des Kindes wegen. Weil Carla möchte natürlich trotzdem ein Elternteil sein, was für das Kind da ist. Und demnach werden wir es auf jeden Fall erstmal versuchen. Und wir werden jetzt mal sehen, wie es dann halt weitergeht. So, wir geben eine Chance. Und oh, hope is not lost. Oh, ist das süß. Okay, sie meint, dass sie, dass die Zeit ihre Wunden heilen wird. Und dass die Liebe zu stark ist, um jetzt einfach das Ganze abzubrechen. Aber natürlich ist sie trotzdem ein bisschen traurig und wütend darüber. Hey, einmal wegen kann Sky Videospiele mögen, ist mir egal. Das sind alles hier unerwartete Wendungen an. Dieses ganze Let's Play ist einfach nur komplett wild. So, und sie ist glücklich, dass sie noch eine Chance bekommen hat. So, ich hoffe halt, dass das alles so klappt. Backpain, ja, da sehe ich sie auf jeden Fall. Wir könnten auch jetzt einfach aufbrechen und dann halt um 8 circa wieder hier sein. Deswegen, also wegen Väterchen Frost und so. Und dass wir dann da nochmal die Tradition und so nachgeben, mit Geschenke auspacken und so. So, wie gesagt, ich schaue jetzt mal, ob die halt überhaupt dann schwanger Schlitten fahren können. Das wäre gut. Weil ansonsten, ja, kann halt nur die Carla Schlitten fahren. Aber es ist trotzdem gut. Wir spielen schon 5 Stunden nur mit diesen Sims. Es ist wild. So, also, hier ist dieses Badehaus auf jeden Fall. Hier ist es. Ich habe es gefunden. So, wenn ich jetzt hier drauf drücke, Schlitten fahren. Sky kann dies nicht tun, solange sie schwanger ist. Oh no. Alberne Pose einnehmen. Bild. Aber ja. Dann hast du diesen Beitrag gesehen, den ich dich markiert habe. Ja, vielleicht. So. Dann muss es sie Carla tun. Die natürlich trotzdem von Liebeskummer genährter Zorn. Oh no. Mausi. Aber sie geht natürlich trotzdem Schlitten fahren. Sie kann es erstmal einmal machen. Ich möchte es mir auf jeden Fall ansehen. So geht sie denn duschen? Was ist denn mit ihr? Aber sie sieht wunderhübsch aus. Oh, du bist... Wow. Ich bin so glücklich, wie die beiden einfach aussehen. Ne? Hier ist auch eine Simin. Also wir werden natürlich jetzt viele Sims sehen, die ein bisschen nackig rumlaufen. Kann ich jetzt leider nicht ändern. Aber ich kann ja nicht jeden Sim hier umstylen in der ganzen Welt. So, dann schauen wir mal, wie sie jetzt hier halb nackig... das Ganze macht. Ich werde mal ganz kurz sie umziehen, weil das ist definitiv nicht möglich. Sie muss schon ihre Winterkleidung anziehen, weil sonst glaube ich, friert sie sich ihren Popo ab. Und das wäre nicht schön. Ich meine, das ist selbst so ja schon recht kühl dafür, dass wir hier gerade im tiefsten Schnee sind. Aber ja. So, wir sind jetzt auf dem Weg hier hin und ich bin so gespannt. Ich habe es noch nie gemacht, tatsächlich. Ich kam bisher noch nicht dazu. Oh mein Gott. Oh, ich lieb's einfach. Und ui! Ich werde auf jeden Fall auf Pause drücken, damit ich hier einmal sehen kann, wie... Oh, süß. Süße Mausi. Oh, aber das macht sie ein bisschen glücklich. Das ist sehr, sehr schön. Sie freut sich auch noch ein bisschen wegen dem... weil sie dekoriert hat. Das ist sehr, sehr schön. Wie gesagt, ich kann verstehen, dass sie wütend ist. Das hält natürlich jetzt auch erstmal noch ein bisschen an, ne? Aber, ja. Oh, sie ist gemein. Das ist mir...
Ja, hä, wussten wir das schon? Also, wahrscheinlich schon, aber irgendwie habe ich das gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Sie ist natürlich auch sehr eifersüchtig und das ist natürlich dann auch blöd für die ganze Situation. Aber ja, wie gesagt, wir schauen einfach mal, was das Ganze dann wird. Wir haben unsere Aufgabe auf jeden Fall für heute abgeschlossen, das ist schon mal gut. Und was ist mit ihr? Sie danst einfach hier drin. Das ist auch sehr schön. Diese ganzen Sachen sehen so unfassbar hübsch aus, ehrlich, ne? Also, was hier so, die ganzen Gebäude und so, die jetzt ja von Zimmern größtenteils und so gebaut werden, das ist so, so cool. Ich lieb's einfach sehr. Muss ich schon sagen. Carla wird angerufen. Ich bin froh, dass wir uns am Telefon unterhalten haben. Okay, sie hat mit jemandem geredet. Sam? Wer ist denn das eigentlich? Ein Freund. Okay. Einfach nur ein Freund. Na gut. Darf sie natürlich auch haben. Bekanntschaften und so. Sie hatte sogar auch eine Liebesleiste mit Jess. Vielleicht ist das deswegen auch besonders blöd für sie, ne? Ich meine, muss man schon mal sagen. Carla hat sich Shia in der Hütte geliehen, aber sie sind nicht besonders hochwertig und passen nicht gut. Oh. Das ist natürlich doof. Aber ich wünsche dir viel Spaß. Oh, Mausi. Oh. Sie hat sich nochmal gemault. Schön, aber sie hat die Skifähigkeit erworben. Sehr schön. Sie hat auf jeden Fall Hunger, deswegen müssen wir mal gucken. Man kann sich hier doch bestimmt irgendwo etwas zu essen besorgen oder so, oder? Hier ist auf jeden Fall so ein Automat. Kalte Speisen und Getränke kaufen, das klingt doch schon mal nach einer guten Möglichkeit, um etwas essen zu können. Und was macht Sky so? Sie existiert einfach nur so vor sich hin. Sie ist auf jeden Fall schon mal nicht mehr beschämt, aber sie ist trotzdem immer noch froh, dass Carla ihr soweit erstmal vergeben hat. So ist, also sie hatte, sie wohl, ja, also ihr wisst, was ich meine. Ich muss sagen, die beiden Häuser sehen trotzdem halt so unfassbar hübsch aus, auch wenn sich halt ein bisschen was an dem Stil und so geändert hat. Einfach gezwungenermaßen. Aber es ist einfach schön. Es ist sehr, sehr schön. oh, hier unten werden sogar auch warme Speisen gibt es hier sogar und Krimskrams. Dann kauf mal Krimskrams. Warme Speisen, aber egal, sie isst jetzt kalte Speisen. Ist jetzt leider zu spät. Oh, beruhigende Wundsalbe. Wild. Slablet. Fledermaus Schreck weg. Eine in Handarbeit gefertigte Sprühdose, die genau die richtige Mischung florale Düfte und Anti-Fledermaus-Pheromone enthält. Gliederfüßler, Abwehrspray, Shia, Krabbeltierpuder. Wild, was man hier so alles kaufen kann. Wortkreatur Booster Pack. Zisch ab Kanister. Cool. Aber ich würde dann einfach hier so ein Buch oder so kaufen, weil der Rest interessiert mich jetzt an dich, ehrlich gesagt. Das ist so krass. So, und sie kauft sich jetzt etwas zu essen. Ich meine, sie darf ja auch noch ein bisschen Hunger haben, weil wir werden später natürlich auch ein Festmahl noch, Ware steckt im Verkaufsautomaten fest. Als Sky darauf wartet, dass der Verkaufsautomat ihre Einkäufer ausspuckt, trifft sie eine schreckliche Erkenntnis. Sie stecken fest, sie wird ihre Ware heute nicht erhalten. Sie kann daran rütteln, aber das Ding... Ach so, sie ist schwanger, dann kann sie gar nicht sterben. Vielleicht rüttelt sie einfach gleich dran. Heiße Zwiebelsuppe, heißer Grüntee, Schinken-Käse-Sandwich... Teriyaki-Hähnchenpizza. Eine heiße Zwiebelsuppe klingt doch eigentlich ganz nett, oder? Die kann sie sich dann auch auf jeden Fall gönnen. So, und sie schüttelt jetzt den Automaten. Hat sie das jetzt noch bekommen? Oh, das steckt auch fest. Das ist irgendwie doof. Eigentlich dürfte... Also ich glaube, schwangere Sims können nicht sterben in Sims 4, oder? So, Sky hat ihren einen Sieg gegen ihren Feind, den Verkaufsautomaten, errungen. Sehr schön. Hat jetzt auf jeden Fall noch ein Büchlein. Das ist sehr, sehr cool. Und ja, also ich würde sagen, sie schüttelt den jetzt auch mal. Ich weiß, sie kann daran sterben, aber es ist ja an sich unwahrscheinlich. Und ich hoffe auch einfach mal, dass sie jetzt daran nicht stirbt, weil ansonsten ist das Ganze hier ein bisschen blöd gelaufen, sag ich hier mal. Also sie schüttelt das jetzt mal und ich hoffe einfach, dass das jetzt... klappt, weil ich möchte einfach nur, dass sie ihre Zwiebelsuppe trinken kann, essen kann, was auch immer. Yay! Sie hat die Ware auch erhalten. Super. Dann kann sie auf jeden Fall die Suppe trinken. Sie hat dann noch Obstkuchen dabei, wild. Und die Shia? Also behalten wir die jetzt einfach, oder? Okay, wir können die auch zurückgeben. Dann machen wir das mal fix und dann können wir auch schon
nach Hause. Oh, die Zwiebeln machen sie, glaube ich, gerade zum Pupsen. Das ist irgendwie doof. Und die Suppe hat auch irgendwie gar nichts gebracht. Ask reasons for having cheated. Das finde ich sehr schön, dass die halt so Möglichkeiten noch sind, wie wir darüber reden können. Threaten to break up. Mm-mm. Yell at for cheating. Nein. Refuse to forgive for cheating. Das ist auch irgendwie doof, ne? Aber ich denke, wenn wir sie einfach fragen, warum sie betrogen hat, ist es vielleicht noch am ehesten, was vielleicht dem Ganzen helfen könnte, das Ganze wieder auf einen normalen Punkt zu bringen. Also sie wird jetzt ganz normal einfach erstmal fragen und oh, sie kann jetzt auch sagen, warum. Das ist super, 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 super. Das ist so cool, diese Mod ist so fantastisch einfach nur, ne? So, und wir können jetzt sagen, ja, ihr war halt einfach langweilig und so, ne? Dann können wir sagen, dass die andere Person Sky so sehr verführt hat und sie es einfach nicht geschafft hat, dem Ganzen standzuhalten und dann ihr verfallen ist. Oh, das Zelt der Mächte, das befriedigt die Sky nicht mehr, aber das ist definitiv nicht der Fall. Sky suchte nach mehr Nähe und Aufmerksamkeit, das ist auch nicht das. Also ich würde auf jeden Fall irgendwas jetzt nehmen, was halt auch wirklich halt irgendwie passen würde in diese Sache. Aber wir schauen mal. Oh, sie war betrunken. Und dann ist es einfach passiert. Das ist definitiv nicht der Fall gewesen. Wir wollen ja auch nicht lügen, ne? Also weil sonst ist das Ganze ja, das geht dann ja noch mehr bergab. Das wäre irgendwie doof. Ein anderer Grund. Da ist nichts mehr zwischen den beiden. Das ist aber auf jeden Fall auch falsch. Man könnte sagen, als Rache. Aber das ist natürlich nicht möglich, weil Carla hat ja zuvor nicht betrogen. Aber trotzdem finde ich das schön, dass man das halt so nennen kann. Sky wollte mit jemand anderem auch einfach nur einmal mit jemand anderem halt techteln, wenigstens einmal in ihrem Leben. Finde ich halt schwer. Das finde ich halt irgendwie bisher so am ehesten, was halt dann passt. Oh, das finde ich auch interessant. Sie weiß nicht, was für eine Sexualität sie hat und hat deswegen mit jemandem geschlafen, was aber in dem Fall natürlich auch keinen Sinn ergibt, weil es ja ebenfalls eine Frau war. Und Sky wollte schwanger werden, aber Carla ist nicht fähig, schwanger zu werden. Meine Kamera ist ausgegangen, verdammt! Aber das ist natürlich auch falsch. Ich würde dann halt das hier sagen, dass halt diese Sache einfach dann gewonnen hat. Das ist auch am ehesten, wo ich halt sagen würde, dass Carla da sagen würde, okay, das kann ich vielleicht noch am ehesten verzeihen, weil der Rest ist halt einfach, also es ist alles Trash. Also, ne, so betrügen, müssen wir nicht drüber reden, ist immer doof. Aber das ist halt am ehesten, was man jetzt halt noch sagen könnte, okay. In dieser Situation kann man dem am ehesten noch verzeihen. Und es ist halt auch das Einzige, was vielleicht, ja, Sinn ergibt, ne? Also another reason könnte man sagen, aber halt gar keinen Grund nennen zu können, ist vielleicht in Carlas Augen einfach noch schlimmer. Deswegen sagen wir jetzt, ja, sie wollte wenigstens einmal mit jemand anderem schlafen. Sie ist natürlich zu Recht trotzdem wütend darüber, aber es ist auf jeden Fall gut, dass sie darüber gesprochen haben, wie mir scheint. Also sie ist traurig darüber trotzdem, aber ja. Also ich finde es halt gut, dass sie ihre Gründe genannt hat. Sie schämt sich auch dafür, dass das so war. Aber ja, die haben sich jetzt gerade auch umarmt. Also das heißt, dass das Ganze ja nicht keine Sache war, die jetzt halt für immer in den Raum sein wird. Und dass sie es auf jeden Fall nochmal miteinander versuchen werden. Und das finde ich halt sehr, sehr schön. Ich hätte ja gedacht, dass wir unser Kind jetzt noch kriegen in diesem Part. Aber ich glaube, das könnte sogar noch ziemlich knapp werden. Weil ich nehme jetzt schon ziemlich lange auf, weil diese ganze Sache mit dem Erklären und wie die beiden sich fühlen und so, das nimmt halt doch viel Platz ein in diesem Part. Mal schauen, wie lange ich es noch aufnehmen werde. Carla könnte ja, nicht Carla, Sky könnte ja ein Festmahl kochen für Carla, um ihr halt zu zeigen, dass sie sie trotzdem liebt und so. Wir können ja auch so was Großes machen, hier so Schinkenfestmahl. So, das nehmen wir mal. Ja, genau. Dass sie trotzdem
dass Carla trotzdem viel wert ist und in Skys Augen und so. Nein, du isst keinen Schokoflakes-Keks. Bitte. Aber sie kann natürlich einmal auf Toilette gehen. Das wird jetzt natürlich erstmal ein längerer Prozess sein mit den beiden, ne? Aber ja, das kriegen wir schon alles noch wieder hin, ne? Was kann sie denn währenddessen machen? Sie kann ja mal ein bisschen schaukeln. Hat Sky denn irgendwas, was sie verschenken könnte eigentlich? Oh, das Buch könnte sie ja verschenken eigentlich. Das fände ich ja schön, wenn sie dann das Buch verschenken würde, was sie gerade gekauft hat. Weil das würde ja dann auch nochmal zeigen, ja, ich habe das hier für dich besorgt und so, ne? Also, das fände ich auch cool. Dass sie jetzt nicht die ganze Zeit aufeinander hocken, ist natürlich klar. Ne, das ist natürlich jetzt auch eine sehr schwere Situation für alle. Dann gibt sie gleich erstmal das Geschenk dann an Carla. Und dann kann Carla was davon essen. Heute ist mein Lieblingsfeiertag. Ich möchte kommen, um etwas Urlaubsstimmung zu verbreiten. Ich glaube nicht, dass Carla jetzt unbedingt möchte, dass sie irgendwer vorbeikommt. Ich glaube halt, dass das jetzt eh schon für sie natürlich ein blöder Feiertag war. Aber dass sie, dass sie jetzt einfach halt ein bisschen allein sein möchte. Und vielleicht auch nochmal ein bisschen mit Carla mit Sky quatschen möchte darüber. Aber wir gehen jetzt zu Carla und geben ihr jetzt trotzdem das Geschenk. Sie findet es auch gut. Oh, wie schön. Ja, das ist super. Ein Gartenfreund hat sie geschenkt bekommen. Wild. Und was bekommt Sky? Ein Drache. Wir haben noch Gourmet-Obstkuchen. Na gut, dann isst sie den mal eben. Jemanden chatten oder so. Vielleicht redet sie ja darüber, was denn, wie es vorangehen soll und so. Fertigkeitsfrost kommt doch. Wild. Kommt der nicht normalerweise schon um 8? Aber na gut. Wir können auf jeden Fall mit ihm sprechen. Und uns nochmal ein Geschenk abstauben. Also, das gönnt man sich natürlich. Hier. Stell dich mal lustig bei ihm vor. Fertigkeitsfrost, dies, das, ne? Moin. What up in the club? Nach Geschenk fragen. Ja, ich glaube, Carla möchte doch gar kein Geschenk von Fertigkeitsfrost. Also, ich glaube, diese ganze Situation hat ihr jetzt schon gereicht. Und ich glaube, deswegen geht sie jetzt einfach, also ging sie jetzt einfach schlafen. So, und ich würde sagen, dass Sky vielleicht den Teller von ihr aufräumt, sodass sie sich dann um solche Sachen jetzt noch kümmert. Du wächst Gefühle in mir. So viele Gefühle passen in ein kleines Glas. Es Sky zu überreichen, lässt das Herz von Clement schneller schlagen. Okay. Also, Fertigkeitsfrost findet Sky ziemlich geil. Wild auf jeden Fall. Wir werden aber jetzt mit ihm nichts anfangen. Und die Maus legt sich dann auch erstmal schlafen. Ich hoffe, die können noch gemeinsam in einem Bett schlafen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Ja, ich würde diesen Moment dann jetzt auch nutzen, um zu sagen, dass dieser Part vorbei ist. Wie gesagt, ich weiß, es ist jetzt nur ein Tag passiert und wir haben jetzt nicht wirklich viel gemacht in dem Sinne, aber emotional ist natürlich jetzt schon viel geschehen. Deswegen würde ich jetzt schon sagen, dass dieser Part jetzt vollständig ist. Der nächste Part wird auf jeden Fall auch nicht so lange auf sich warten lassen, wie jetzt letztes Mal, das verspreche ich euch. Was das Ganze jetzt in Zukunft mit sich bringen wird, weil ich meine, das Kind kommt jetzt ja natürlich auch bald und ja, also es wird noch viel geschehen, wahrscheinlich, in Zukunft. Ich bin sehr gespannt, was da noch auf uns zukommt und auf unsere Sims zukommt, wie gesagt. Und nebenbei ist unsere Sky natürlich nochmal besessen. Woo! Wir lieben es auf jeden Fall. Ich bin ein besessener Sim, der schwanger ist. Wer hat sich das nur ausgedacht? Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Er war definitiv anders als das, was sonst so der Fall ist. Ich hoffe auch, dass der Part keine Überlänge hat, weil ich habe so viel gequatscht gefühlt, dass ich nicht weiß, wie das jetzt alles sein wird. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag oder so. Ich weiß es nicht. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!